Hi Zuschauerlein, herzlich willkommen zum nächsten Teil der Tomb Raider 5 Alle Secrets No Medipack Challenge. Wir sind in Trajans Märkten und finden hier erstmal direkt ein Brecheisen. Und sobald wir das Brecheisen sammeln, beginnt mysteriöse Musik. Denn die Frage steht natürlich im Raum, was könnten wir mit diesem Brecheisen alles zerbrechen? Die Hoffnung neuer Spieler vielleicht? Ja, das sowieso. Weitere drei Secrets warten in diesem Level auf uns. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Also alles wie gehabt. Hoffentlich wird sich das bis zum Ende dieses Videos ändern. Außerdem können wir mit dem Brecheisen jetzt wahrscheinlich... Okay, es wäre ja zu einfach gewesen, diese Tür zu öffnen. Andere Türen öffnen? Hier vielleicht? Okay, hier nicht. Ach ja, der gute Trajan und seine Märkte. Ich muss unbedingt lernen, wieder deutlicher zu sprechen. Ich kann nicht einfach durch mein Leben laufen, in der Erwartung, dass alle wissen, was ich ihnen sagen will. Das ist ein kleines bisschen albern. Ein weiteres Secret, beziehungsweise ein weiteres Medipack erwartet uns. Sinnlosester Gegenstand in dieser Challenge, denn wie gesagt, wir dürfen sie ja eh nicht benutzen. Zu wenig Heilung und deshalb zu viele Medipacks. Danke auch für dieses Medipack-Spiel. Ist ja klar, jetzt wo ich mich nicht heilen darf, bewirfst du mich natürlich damit. Das war beim letzten Mal sicherlich auch so, denn zur Erinnerung, eine No-Medipack-Challenge haben wir ja bereits gemacht. Wir hatten angefangen mit der No-Medwurst-Challenge. Jetzt ist es die No-Medipack-Challenge und... Alles, was hinzukommt, ist, dass wir alle Secrets sammeln müssen, von denen ich zum größten Teil nicht weiß, wo sie sind. Ist da etwas an dem Fenster? Da ist Schrotflintenmunition. Das heißt, irgendwie muss man dahin gelangen. Sicherlich nicht vom Seil aus. Es wäre so typisch gewesen, wenn sie jetzt auf dem letzten Millimeter nochmal gestrauchelt hätte. Aber das ist ja nicht passiert. So. Da Lubel springen. Darüber. Und gucken, was da ist. Neuer Bereich. Hier wäre erstmal die Munition von gerade eben. Das war gerade erstaunlich riskant. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Vor diesem Spiel, vor diesem Sprung hier nicht zu speichern. Aber naja, wird schon. Das habe ich wahrscheinlich gedacht, ne? So intelligent waren ungefähr meine Gedanken, dass ich da saß und sagte, wird schon. Puh. So, kann ich das jetzt von innen öffnen? Wäre nice, aber ist nicht der Fall. Es gibt hier nämlich noch einen Abschnitt, den wir aktuell nicht erreichen, aber das wird dann wahrscheinlich später. Die Musik in diesem Spiel ist ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Also man kann viel an Tomb Raider 5 kritisieren, aber die Musik und die Grafik für damalige Verhältnisse sind, finde ich, echt ganz cool geworden. Mitten im Satz bricht er ab und stirbt. Markus auch nicht mehr das, was er mal war. Okay, ich gehe dann mal davon aus, dass dieser Sprung nicht so gedacht ist. Sollen wir uns hier runterlassen? Yay, es eröffnet sich uns ein ganz neuer Abschnitt. Viele schöne Abenteuer warten dort auf uns. Da bin ich mir sicher, wir müssen sie nur noch finden. Ich weiß noch aus der Erinnerung heraus, dass diese Säule, ich dachte es wäre eine andere, also ich wusste nicht welches es ist, aber diese Säule hier zumindest jetzt, erkletterbar ist. Das heißt, wir hüpfen einfach mal gegen die Säule, lassen uns von ihr tragen bis zum Ziel, dem Ziel entgegen. Und ich finde es
ziemlich interessant, wie sehr sie die Skybox verkackt haben. Ich meine, seht euch das an. Eigentlich schöner Himmel, aber dieser Übergang ist furchtbar. Das könnte vermutlich ich besser und ich kann es gar nicht. Okay, spring nicht. Ich meine, dass ich die Springtaste drücke, ja? Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt bindend. Das ist ja nur ein Vorschlag an dich, Lara. Wäre schön, wenn du häufiger auf ihn hörst. Aber ja, es ist ja nur ein Vorschlag. Was passiert, wenn ich nochmal ziehe? Dann steigt es höher, oder? Muss das vielleicht neben das andere Zahnrad? Ich denke, so sollte es reichen. Sollte. Ich bin nun kein Mechaniker, aber den Gesetzen der Mechanik unterliegen wir doch irgendwie alle. Und ich denke, es sollte so funktionieren. Hier gibt es Munition, aber ansonsten gibt es hier, glaube ich, noch nichts. Das kommt erst später. Ja, hüpf einfach runter, Lara. Ist schönes Wetter. Ist genau das richtige Wetter, um in den Tod zu springen. Das habe ich mir auch gedacht, Marco. Ja, weiß ich. Leider. So, es funktioniert. Es lebt. Und was bringt es? Das Orchester wurde angeschaltet. Das Rad bewegt sich aus dem Weg und offenbart den Blick auf eine Statue. Auf eine Statue. Das ist UE, das wird immer Ü ausgesprochen. Es ist eine Statue. Nein, Zuschauerlein, egal welche Argumente du dagegen bringst, es ist und bleibt eine Statue. Secret hier? Vielleicht? Na, nicht so wirklich. Ernsthaft? Sorry, ich habe mich verklickt und ein Medipack benutzt. Das ist in einer No-Medpack-Challenge nicht ganz so vorteilhaft. Deshalb müssen wir das nochmal machen. Sorry, tut mich echt leid. So, hier war der Gang, oder? Ja. Sorry nochmal. I'm really, 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 really sorry. Bösbubige Spitzbuben. Boah, ich habe noch nie Mäuse gesehen, die besser klettern können. Echt nicht. Ich bin beeindruckt, begeistert gar. Mauserichs, ihr dürft jetzt aufhören. Mauserich. Hören's up. Und jedes Mal, wenn jemand da hinten hin will, um was einzukaufen. Okay, lasst uns diese Diskussion gar nicht erst starten. Wir wissen ja mittlerweile, das ist ein Fass ohne Boden. Das hier ist ein Boden ohne Fass. Da können wir durch und Secret Nummer 1. Yay! Wir haben noch gar keine Gegner getroffen in diesem Level. Es wird langsam Zeit. Aber die Zeit wird kommen, definitiv. Oh, da wäre noch Munition. Munition, die uns erwartet. Falls ihr irgendwie Bock hättet auf eine, weil ich denke, das hier wird eine eher kurze Challenge. Ich hatte auch über Nicht-Speichern nachgedacht, weil das wäre schwieriger gewesen, das stimmt. Aber ich mag das Spiel nicht genug dafür. Ganz ehrlich sagen, also
Challenge hin oder her. Das hier ist halt der Tomb Raider-Teil, den ich am wenigsten mag und deshalb bekommt er nichts mit restriktiven Saves. Aber zum Thema, falls euch irgendwelche coolen Challenges einfallen, die ihr gerne mal sehen wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare dieses Videos schreiben. Ich werde sie lesen, so wie ich alle lese, und ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, hinter mir war eine Rose. War jetzt ein bisschen zu ungestüm, aber ich glaube, da war eine. Der Trick bei diesem Gegner ist, glaube ich, einfach, du musst halt das Auge zerschießen. Dreh dich hin. Okay. Beide Augen zerschossen und der Gute ist aus dem Weg geräumt. Ist echt einer der einfachsten Endbosse im gesamten Spiel. Und in der gesamten Serie sowieso. Lass mal die Munition mitgehen. Das wäre Diebstahl. Lara, nimm sie einfach mit. Ich habe vergessen, was man hier hinmachen muss. Vielleicht muss ich was zusammenbauen. Gut, aus einem Mars-Symbol und einem Brecheisen kann man jetzt, glaube ich, nicht so viel zusammenbauen. Ich glaube, dass da eben war eine Bodenklappe. Das hier. Ja. Und bestimmt liegen da unten die Sachen, die ich brauche, um was zusammenzubauen. In der Kanalisation. Und ganz ehrlich, ich bin mir eigentlich fast 100% sicher, eigentlich fast 100%, dass sich hier auch das nächste Secret finden lassen wird. Okay, die Strömung treibt uns nach oben, glaube ich. Hier ist nur ein Medipack. Da ist gar nichts. Gar nichts. Oh, Rattileins, die Schwimmerlichen. Yay. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Ja, ich weiß, da unten kann ich noch nicht hin, aber hier durch kann ich. Und da Wasser-Secrets. Die beste Art von ihnen. Die besten ihrer Art. Stange des Gebrechens. Ich glaube, es lohnt sich übrigens wirklich, dass wir die Munition sammeln, weil in einem der späteren Level dieses Abschnitts kommen ziemlich viele Gegner. Ja, ich denke mal, ich kann da noch nicht runter. Ich denke mal, ich muss jetzt erstmal wieder zurück, das Rad einsetzen und dann wird sich diese Strömung erledigen. Lauf, Lara, lauf gegen die Wand. Ich hoffe, das hat wehgetan. Und drehe es, das Rad, ich meine natürlich Ventil. Gerade sagt jemand, dass er von New Porn zu meinem Dark Souls LP gegangen ist. Ich weiß nicht, ob ich diesen Kommentar mögen werde. Soll ich ihn wirklich zu Ende lesen? Ich glaube, ich lese ihn live. Er schreibt unter Dark Souls Folge 4: Dieser Moment, wenn du von New Porn zu Markus Dark Souls LP wechselst und trotzdem wer in dem Video gefickt wird. Böses Lachen. Okay, gut. Lass ich durchgehen. Gefällt mir. Well played. Well played.
Was zur Hölle hab ich eigentlich für Zuschauerlines? Viel hat sich geändert in den Jahren. Der Kanal ist ein dunklerer Ort, als er es jemals war. Okay, hier sind wir wieder oben. Bin mir recht sicher, dass ich da nicht hin soll. Ein Medipack. Und das war's. Jetzt so voll demotiviert. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Dieses Medipack hat mir die letzte Hoffnung geraubt. Lull. Lull. Ululululul. So, okay, hier lang und dann jetzt vielleicht irgendwie so. Wie? Wie soll das gehen? Wir haben keine weiteren Steuerungsmöglichkeiten gefunden. Also das muss so gedacht sein. Aber wir kommen nicht durch. Das heißt, hier endet das Spiel. Nein. Ich muss was übersehen haben. Vielleicht ein Unterwasserhebel? Wäre auch mal wieder so typisch. Vielleicht war hier oben ein Hebel. Das wäre dann nicht wirklich ein Unterwasserhebel, aber kommt schon. Zählt trotzdem. Nee. Kein Hebel für Marco Lane. Wow, wow. Also ganz ehrlich, da wäre ich nicht drauf gekommen. Es ist so offensichtlich, dass ich es verpassen musste. Okay, da waren wir schon. Das hier ist aber auch eine absurde Unterwasserpassage. Also ich glaube, die gesamte restliche Serie hat so etwas einfach nicht mehr. Und hier soll ich mich jetzt tragen lassen und kann nach oben irgendwie. Okay, das... Wie zur Hölle hätte man darauf kommen sollen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier sind wir. Schauen, was uns hier erwartet. Eine weitere Ventil. Ich würde vermuten, dass es den Strom deaktiviert. Und eins Fackel, die wir aber nicht mitnehmen können. Ja, ist deaktiviert, alles klar. Das war jetzt auf den ersten Blick relativ leicht ersichtlich alles, aber ihr wollt nicht wissen, wie lange ich gesucht habe und einfach nichts gefunden habe. Und dieser Unterwasser-Irrgarten geht einfach ewig. Ewig. Zu viel Unterwasser-Action. Und wer mag schon Unterwasser-Action? Oh oh. Ich habe Angst. Ich glaube, die Angst ist auch berechtigt, denn ein bösbubiger Spitzbube wartet auf uns und möchte uns zersmashen. Wir haben zwar noch volles Leben.
Nein! Ich bin in der Cutscene gestorben. Was für eine Scheiße. Okay, aber die Taktik ist halt einfach draufballern. So eine Scheiße. Was zur Hölle? Hauptsache, ich sterbe in der geschnittenen Szene. Der frisst auch eine ganze Menge Munition. Okay. Diese Musik ist einfach atemberaubend. Ganz ehrlich. So, wo ist mein Secret? Es muss hier irgendwo sein. Bin mir fast sicher. Ich wäre mir fast sicher, wenn ich mir nicht so unsicher wäre. Ha. Anscheinend nicht hier. Vielleicht. Vielleicht in diesem Unterwasserareal. Von hier aus erreiche ich auch keinen Ort, der vorher nicht erreichbar war. Meine Stimme verlässt mich langsam auch. Es war eine ziemlich lange Aufnahme heute. Würde aber definitiv gern dieses Level noch überleben. Secret? Hier vielleicht? Nein. Sobald wir da oben... Ich glaube zumindest, sobald wir uns da oben an Land lassen, beginnt das nächste Level. Ja, das wollen wir nicht. Wir haben erst eine Rose in diesem Level. 4 insgesamt. Wir müssten 6 von 36 nach diesem Level haben. Das heißt, 2 fehlen uns. Also insgesamt... Ja, Lara, wir wissen's. Lassen Sie sich an Land. Einfach mal genauer umgucken. Vielleicht sind die ja relativ nah am Startgebiet. Meine, ist da vielleicht eine drin? Nee. Nicht so wirklich, zumindest. Mit nicht so wirklich meine ich eigentlich nein, gar nicht. Da ist sie. Yay. Zumindest eine von ihnen. Und hier gibt es halt... Also hier hinter waren wir, das weiß ich. Da konnten wir hingelangen. Gibt es hier vielleicht noch einen offenen Gang? Ich bin mir nicht so sicher. Nicht so wirklich. Ich hätte halt wirklich damit gerechnet, dass zumindest die verbleibende Rose da unten drin ist. Vor allem in diesem Unterwasser, in diesem Kanal. Warte, da ist das Levelende. Da wollen wir nicht hin. Hier war das Augenmonster. Das Augenvieh. Kann man da hoch? Nee. Hier ist auch nichts. Nichts, was mich interessieren würde zumindest. Es müssen die Kanäle sein. Müssen!
Es müssen die Kanäle sein. Lara, drehen Sie sich um. Ich finde es erstaunlich. Also ich finde, die Steuerung in Tomb Raider 5 ist eigentlich fast genau wie in den anderen Teilen, aber gleichzeitig auch irgendwie schwieriger. Irgendwas ist anders. Ich glaube, die Kamera verhält sich irgendwie anders. Der Kameramann ist notgeiler und hält fester drauf. Ich weiß es ja nicht. Da vielleicht? Rosi, wo bist du nur? Wo bist du nur? Wo bist du nur? Hier ist sie nicht. Sind es wirklich drei Komplettlösungen? Bist du dir sicher, dass es drei sind? Es sagt drei. Weil irgendwie, ich wüsste jetzt nicht, wo sich noch eine verbecken. Eine Rose verbeckt sich vor mir. Ich wüsste nicht, wo sich eine verstecken sollte. Ich habe jeden Winkel dieses Levels gesehen. Ich würde sagen, ich sehe mich offscreen um und melde mich, wenn ich die fehlende Rose finde. Wobei, vielleicht sollte ich mir zumindest das hier nochmal ansehen. Gut, okay, was gibt es hier zu sehen? Eigentlich nur mein Scheitern. Es muss einfach da sein. Vielleicht doch nochmal den Augenraum inspizieren. Der Raum der Augen. Aber nicht da oben drauf oder so. Da komme ich auch gar nicht hin. Oder? Könnte ich? Das da ist aber nicht, da kann man sich nicht festhalten, oder? Oh Gott. Oh Gott, wir haben sie. Alles klar, dann würde ich sagen, wir können jetzt zu diesem Levelende hin, von dem wir aus Gerüchten gehört haben. Müssen leider nochmal die Schwimmpassage dahin absolvieren. Ich hoffe, dass ich durch das Unterwasserlabyrinth finde. Einfach Augen zu, beten und hoffen, dass man irgendwo sinnvoll rauskommt. Okay, sinnvoll ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen in Tomb Raider, aber ihr wisst schon, was ich meine. Irgendwo, wo man hin will. Habe ich jetzt alle Rosen? Ja, 6 von 36, so viel sollten wir mittlerweile haben. Hier sind die Ventilatoren wieder. Ich scheine also auf dem richtigen Weg zu sein. Lara, hast du gehört? Wir sind auf dem richtigen Weg. Vielleicht können wir irgendwann wieder ein normales Leben führen.
Aber ich will kein normales Leben führen. Freta, du bist nicht Teil dieser Diskussion. Und jetzt halt die Klappe. Okay. Kann ja mal da oben hochbuggen und gucken, was da ist. Aber da ist wahrscheinlich nichts, nein. Okay. Ich war gerade nur neugierig. Oh, ich habe Leben verloren. Dürfte nicht so schlimm sein. Ich glaube nämlich, das lädt jetzt. Also wir sind jetzt am Levelende. Ich habe nicht geguckt, wie viele Rosen im nächsten Level sind, aber es dürften nicht so viele sein. Kommt raus, egal wo ihr steckt. Mist, diese Hinterhalte sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Zumindest nicht, solange du daran beteiligt bist. Übung macht den Meister, schätze ich. Wenn du meinst, aber fehlt da nicht jemand? Wenn du den Franzmann meinst, der ist irgendwie verhindert. Und da dachtest du schnappst dir kurz mal seinen Anteil von dem, was hinter diesem Tor steckt, was? Es sei denn, das hier ist ein reiner Freundschaftsbesuch. Du weißt doch, dass ich mich immer wieder freue, dein liebes Gesicht zu sehen, Lara. Aber noch schöner fände ich es jetzt, den letzten Stein zu sehen, wenn du ihn also bitte rüberreichen würdest. Das heißt, so nein. War das nicht geplant. Oh ja, genau. Das Leben wird nicht zurückgesetzt. Ich bin echt Meister darin, es unnötig knapp zu machen. Merke schon. Gut, da lag jetzt keine Rose. Larsen, hinter dir! Ich bin ja vielleicht blöd, aber nicht so blöd, zweimal drauf reinzufallen. Nein, ehrlich, hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ja, jetzt kommt noch ein Bosskampf. Schön, dass ich volles Leben habe. Nun. Ja, das ist erstaunlich gut. Scheiße. Man kann durch kurzes Antippen der Kuckentaste übrigens sein Ziel wechseln. Und das ist bei diesen Schlangen hier wichtig, weil man muss einfach immer auf die Schlange schießen, die gerade Feuer spucken will. Einfach ist gut gesagt. Einfach ist es irgendwie trotzdem nicht. So, spuck Feuer. Spuck schon Feuer. Ich hab nicht so viel Leben übrig. Ich hab echt nicht genug Leben für deinen Scheiß. Hallo? Hallo? Danke. Danke. So, ich denke, ich kann mich hier jetzt noch frei bewegen und könnte schauen, ob sich irgendwo etwas versteckt hat. Ein kleines Blümchen. Vielleicht eine Rose. Aber es scheint nicht so. Kann ich da eigentlich hoch? Nee. Okay, dann lass mich mal kurz in der Lösung verifizieren, dass das noch Teil dieses Levels ist. Ja. Okay, wir haben alle Secrets des Levels. Wir müssen nur die verbleibenden Dinge hier einsetzen, schnell. Das Mars-Symbol. Und das gute Saturn-Symbol. Und dann gehört der Schatz uns. Oder etwa doch nicht? Alter, dein Ernst?
Wow. So war das nicht gemeint mit dem doch nicht. Oh ja, klar, natürlich. Scheiße, ich bin so dumm. Ja, da brenne ich. Mann, ich hatte es geschafft. Wie oft ist das jetzt schon in diesem... Ich bin unvorsichtig. Sicherlich nicht zu eurem Leid, aber zu meinem. Ja, da brennt sie. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, beziehungsweise doch, wir haben es ja gerade gesehen, es scheint möglich zu sein, in diesem Kampf keinen Schaden zu bekommen. Darf ich bitte das Ding anvisieren? Ja, Lara, visier bloß nicht den richtigen Kopf an. Das wäre zu easy. Nämlich dann auch mal. Lasst uns währenddessen speichern. Ja, deshalb wollte ich speichern. Ups. Komm, wir legen die Waffen einfach ab und versuchen mit ihnen zu reden. Wird ja wohl gehen. Das sind bestimmt liebe Schlangen. Die lassen auch mal mit sich reden. Eine ist ausgeschaltet. Komm schon, Balla! Alles klar. Das schnell noch einsetzen. Das wieder. Tut mir echt leid. Ich bin so ein Vollhonk. Verifizieren wir am besten nochmal, dass wir, ja, alle Rosen haben. Und rein da. Oh. Ich hoffe mal, das ist kein erzwungener Schaden. Also ich weiß, man soll darunter... Also Plot-Twist. Lara kriegt das Ding nicht, sondern da kommt noch ein ganzes Level. Und sie soll darunter fallen. Ich hoffe nur nicht, dass das erzwungener Schaden ist. Aber ich könnte mich doch wahrscheinlich direkt hier runterfallen lassen, oder? Oh. Oh oh. Könnte sein, dass wir jetzt ein kleines Problem bekommen. Ja, hier kriege ich so Schaden. Oh oh. Nun. Okay. Boah, Glück gehabt. Das nächste Level, Leute, mit vollem Leben. Es freut mich und was uns hier alles erwartet, das in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.